Moin, moin, mein Name ist Heinrich, der Wasserspender. Und mit mir spielt die durstige Mathilde mit einem Power Ranger Schild. Power Ranger! Zusätzlich haben wir Leto aus The Witcher 2 und Dutch. Der hat gegen einen Predator gekämpft und ist mit einer Zeitmaschine quasi in unsere Welt gereist. Oder in ein Paralleluniversum oder sonst etwas. Genau. Ja. Ja, was euch erwartet, das ahnt ihr wahrscheinlich schon. Der Titel kommt ja nicht von ungefähr. Wie ist denn der Titel? Das Massaker von Sepemu. Blut für den Blutgott! Ich habe meine Jokak-Messer dabei, weil unseren Mitra-Tempel und auch den Seetempel haben wir ja schon auf der höchsten Stufe. Aber für Jok brauchen wir noch ein bisschen was. Ja, aber ich brauche immer ein paar Herzen. Ja, ein paar Herzen fallen bestimmt für dich ab, aber wir wollen ja auch ein bisschen... Hast du was zum Heilen dabei? Ja, klar. Sehr gut. Dann lasset die Schlacht beginnen. Wer... Cool wäre es, wenn aus diesem Brunnen jetzt hier Blut für den Blutgott Blut fließen würde, statt Wasser. Korn! Oh. Warte mal. Ich schaue mir die nochmal an, dann bearbeite ich das später nochmal schön im als Titelbild. Das heißt, jeder von uns stellt sich mal auf eine Seite davon. Du auf die andere. Oh, warte mal. Ich habe jetzt die falsche Ansicht dafür. Ah, oh, warte mal. Oder? Ja, Leto ist bei mir im Weg hier. Leto, du Samenspender. Okay. Warte mal, das ist eigentlich ein cooles Bild. Ich muss so mal Ansicht ändern. Und dann mit Blut, ja. Ich werde das dann einfach mit meinem Bildbearbeitungstool gucken, ob ich das eingefärbt kriege, das Wasser. Ja, es kennt nicht jeder, aber die, die es kennen, die freuen sich. Genau. Space Moon. Okay, kriegen wir hin. So, ich würde sagen, wir fangen ganz langsam an und locken die so Stückchen für Stückchen zu uns, weil sonst werden das zu viele auf einmal. Kann man nicht unseren Typen eine Position geben, dass die nicht da reinlaufen? Warte mal, vielleicht Übereinstimmung irgendwie. Verhalten, Aktivität. Halt. Taktik. Ich habe hier nur Halt und Angreifen. Bleiben und verteidigen. Wie bist du denn darauf gekommen? Verhalten? Genau. Doppeltaktik. Taktik. Nahkampf bevorzugen? Oh, Fernkampf bevorzugen. Oh. Und. Okay. Hab's gemacht. Mal gucken, ob es funktioniert. Und ich habe ihm gesagt, bewache mich. Achso, ich habe gesagt, verteidigen, aber... Okay, so. Den rechten? Okay. Das sind ja die halbgelatzten Wächter, hm? Bin mal gespannt, ob es mit dem Verteidigen klappt. Die kommen auch nicht, die... Das sind ja auch Bogenschütze. Hat denn das gemacht? Ho, ho, ho! Das hab ich nicht gehört. Irgendwer hat mich beschossen und ich wurde getroffen. Gehen wir mal vorsichtig dahin. Dann hole ich mir schon mal mein erstes. Herzilein. Du musst nicht traurig sein. Warte mal. Dein Zeug genommen. Genau. Nächster. Der uns da entgegenkommt, oder? Achso, oben willst du. Ja. Okay. Headshot. Kann man die Pfeile hier aufheben? Nee, schade.
Bei Mountain Blade hatten sie es mich erst mit einem Patch hinzugefügt. Ich mag sowas. Warte, ich gehe oben lang. Ja, kann ich auch. Aber unsere Wächter nicht. Bleiben die stehen? Dann ist hinterhergelaufen. Ich habe mir auch gesagt, er soll mich bewachen. Oh, von hier oben können wir eigentlich auch gut kämpfen, ne? Stimmt. Unter dir ist aber direkt einer, ne? Aber jetzt unter mir. Ja. Hier. Bist du? Ups. Nein, ich bin runtergefallen. Jubili. Ich hab nichts gemacht. Dann klatscht er weiter, dann hau ihn mal weg. Okay, ich habe den neuen Hammer. Den wollte ich mal testen. Das ist deiner. Also ich will von hier oben kann man gut beschießen. Fangen wir an mit dem Pärchen hier unten. Warte, ich komme mal mit. Die da links? Ja, rechts sind zwar auch welche, aber. Halt! In the name of Set! Yo, jetzt kommen sie. Jetzt ist Party on. Ups. Unsere Leute sind unten? Jawollo. Ich glaube nur meiner ist unten. Hey Leto, verpiss dich hier. Quatsch, ne beide. Leto blockiert mir den Weg. Oh, hier ist eine Truhe. Ach, willst du ewig leben? Soll immer in ein Massaker werden. Doch, Herzen. Oh, siehst du, der bringt sogar Munition mit. Praktisch. Und ich find's gut, dass sie alle Eisenbahnen immer mitschleppen. So, wo sind die nächsten? Aber warte mal, da oben war noch eine Truhe. Die sind bestimmt schon tausendmal vorbeigelaufen. Ich habe die noch nie gesehen. Ich bin schon wieder vorbeigelaufen, da. Elfenbein. Wofür konnte man nochmal Elfenbein gebrauchen? Elfenbeinpfeile. Oh. Darauf erstmal eine Krabbe. Ach, das Blocken hat funktioniert bei mir. Ja, noch gar nicht tot. Naja, irgendwie habe ich jetzt ohne mit dem Schild irgendwie bringt das nichts. Also bringt Blocken schon, aber irgendwie hat er als Schadensoutput jetzt drunter gelitten. Kann das sein? Bitte? Dass der Schadensoutput jetzt drunter gelitten hat, dass ich jetzt ein Schild benutzt habe? Dass du weniger Schild kriegst? Schaden. Kriegst? Ja, natürlich, du schützt dich ja damit. Nein, ich meine auch wenn ich schlage, meine ich. Das weiß ich nicht. Aber vielleicht ist deine Einwandwaffe einfach nicht so hell. Für 5 Meter! Oh, das sind ganz viele. Ich gehe zurück. Mein Kumpel, verdammte Axt. Hey!
Hey, warum rennst du weg? Ups. Was steht hier, Pappeimer, hier so rum? Kommen die einfach nicht angeschissen im Kampf, oder? Hier war so eine Farbe braun. Brauchst du die? Nö. Braun ist langweilig. Ey, wohin gehst du? Komm zurück, Feige, du Feigling! Kratze. Willst du denn jetzt nach, ja? Jawollo. Ja, ich warte kurz, muss mich eben ein bisschen hochheilen. Warum bin ich so schwer? Ach, das sind die Armen. Oh, hier oben sind noch mehr. Hier unten auch. Boah, Junge, hilf mir doch mal. Stell dich gleich wieder um. Das macht gar nichts bei mir. Ah, jetzt. Dutchie Boy. Ich glaub, Leto, ich fänd's nett, wenn du mal herkommst. So, ich habe ihn jetzt eingestellt, dass er mich bewachen soll. So, Leto, komm mal wieder her hier. Leto bei Fuß. Hoffentlich holen wir jetzt Conan nicht aus der Taverne. Das wäre ein Gag, ey. Oh, der gehört ja gar nicht zu uns. Oh. Wo ist, ich dachte, es wäre Leto. Das dachte ich auch. Na, Leto steht da hinten. Blöd rum. Leto, wie wär's, wenn du mal angreifst? Wir hätten das, glaube ich, nicht umstellen sollen. Das spinnt hier auch rum. Ich habe ihm zwar gesagt, er soll mich beschützen. Ich sag mal, nicht mehr folgen. Und jetzt folgt mir einfach. Ups, jetzt habe ich ihn gehauen. Dutch folgt dir jetzt. Okay. Vielleicht klappt das ja besser mit der alten Einstellung. Dutch, komm. Oh, hätte ich mal Predator gemacht oder so. Ach, das waren noch nicht alle. Nee, die sind wieder zurückgelaufen. Ja, für Rohan! Auf Eolingas! So, sind die... nur zwei Leichen? Waren es nicht vier? Oh, Silber, Silber, Silber! Oh, Glühbräu und Eisen. Nehmen alles. Ist klar, okay. Wir waren so weit weg, die sind wieder zurückgelaufen, weißt du? Feige Schweine. Hauptsache Conan bleibt drin. Wenn Conan rauskommt, laufe ich.
Wobei ich mir vorstellen kann, dass er unbesiegbar ist und eh gar nicht aus der Kneipe rauskommt. Wahrscheinlich. So wie diese anderen Questgeber, du kannst die schlagen, wenn du willst, und die machen nichts. Mein Getreuer hat nichts gemacht und ist die Stufe aufgestiegen. Oder ist das ein Animationsfehler bei mir? Nee, ne? Keine Ahnung. Bei mir stehen die auch nur blöd rum. Also eigentlich habe ich mir das anders vorgestellt. Dass die die Arbeit machen und wir gucken zu. Ja, so dachte ich auch. Aber irgendwie ist das nicht so. Aber hier gibt es ganz gut Feuerwasser und so. Oh, ich habe jetzt einfach Fernkampf bevorzugen gemacht. Nahkampf. Dann bist du wieder unter Interagieren. Taktik. Taktik, genau. Nochmal gucken, was dabei jetzt rauskommt. Ich teste es auch mal. Ob man die Tänzer in der Kneipe abschlachten kann? Hm. Ah, jetzt geht's jetzt besser. Besser, ja. Ah, ich mag den Hammer. Die fliegen so, bei, so gut dabei rum. Silber. Hast du Platz, Dutch? Oh ja, du hast schon was gegessen. Aber ist das Eisen nicht? Das bekommt ihr nicht. Also ich würde ja gerne mal in die Kneipe reingehen und die Tänzer und so abschlachten. Ah, da steht Conan. Hallo. Geht das? Warte, lass mal lieber rausgehen und mit einem Pfeil reinschießen. Ja, mach mal. Ich schieß mal auf den Tavernentypen. Der hat keine Verletzung. Okay, ich schieß auf den Tänzer. Oder du? Oh, Tänzer, das geht. Conan guckt nur zu. Das ist. Ja! Das ist mir ja ein Held. Und tanzen! Ja! Mathilde schlacht die Tänzer ab. Das ist mein Bluttanz! Wieso bin ich überbelastet? Ich blute wie ein Schwein. So. Ach, das war doch nett. Danke, Conan, für nichts. Du bist mein Held. Schönen Tag noch. So. Die Wachen? Och, Leto, jetzt habe ich dir in den Rücken geschossen. Ach ja, so nebenbei erzählt, also in der Zwischenzeit, wir haben noch ein bisschen Dämonenblut besorgt und genügend Steine. Also rein theoretisch könnten wir nächste Folge in den Norden. Ja, Heinrich hört es nicht gerne. Ich habe so schlechte Erinnerungen dran an den Norden. Der Norden vergisst nicht. Ah, ich auch nicht. Du stirb! Ah, hier waren ja immer gleich diejenigen, die so ein bisschen gefetzt haben, ne? Ja, die aggressiven. Oh, oh, oh.
Leto mal wieder. Den Sammler hast du gleich gelehrt, oder? Ja, hallo. Wunderbar, nicht, dass der verloren geht. Schön, wie sie noch so ein bisschen Blut gurgelt. Und immer Kerzen mitnehmen. Oh, von rechts kommen welche. Der hat ja auch ein Schild. Ach ja, den Herumschreiber, den wollte ich ja mal haben. Dutch, halt mal kurz. Da hast du Eisen. So. Warum wird es jetzt dunkel? Weil es Nacht ist. Wird. Ja, das Rumschlachten, das ist, hier wohnen ja doch ganz schön viele Leute. Ja. Ich habe schon ganz viel gesegnetes Fleisch. Oh, ich habe auch nur... Wie viel Fleisch hast du denn? 31. Uiuiuiui, so viele Herzchen habe ich nicht. Aber ist auch nicht schlimm. Ja, wir brauchen aber auch so viel Fleisch. Ja. Wir brauchen doch mehr Fleisch. Ich brauche Fleisch für Jo. Für den Yogi-Bären. Genau. Wo müssen wir lang? Da. Bist du denn? Da kämpfen wir uns doch zurück, oder? Aua! Jetzt sieht man ja gar nicht, wer wär's! Doch, alles, wer einen roten Balken hat, der muss sterben. Okay, das ist ja. Und ziemlich schnell, bitte. Aua, aua. Oh, oh. Oh, oh? Bin tot. Ich hatte, ich hatte 8-mal Bluten. Jetzt 7. Oh. Ich hab dich ja extra noch gefragt, hast du was zum Heilen mit? Ja, aber bis mir das aufgefallen ist, so schnell konnte ich mich gar nicht mehr heilen. Ach, Heinrich. Ja, was denn? Mehr als eine Krabbe nehmen und den Heiltrank nehmen kann ich auch nicht. Bei 8... Du hättest dich ja verbinden können. Achso, das kann ich ja nicht mehr gucken. Verbandsmaterial hatte ich, glaube ich, nicht dabei. Doch. Sicher? Ja, ich sehe es gerade vor mir. Dann habe ich nicht ausgerüstet. Nee, hast du nicht. Offensichtlich. Ich habe ja auch so viel Waffen und so. Ich kann. So 8 Slots sind einfach zu wenig. Darum hat Bewege man mich Bett. Nicht von deiner Leiche weg.
Darum hat man ja ein Bett in der Nähe. Eleto, du nimmst mal die Nachschubmaterial. Nee, das war, da sind wir nicht lang gegangen, oder? Ja, du kommst, ja, weiter. Weiter, ja. Es kann sein, dass da Remmer hinter mir. Ja, ich sehe ihn. Aber was ist? Willst du Stress? Lass Heinrich in Ruhe. Der ist noch nackt. Unsere Jungs kümmern sich darum. Bist du wieder angezogen? Ja. Guck mal, ich nehme jetzt auch mein Verbandsmaterial. Ich hab mal dich geschlachtet. Jo. Oh, schön, es wird wieder hell. Hatte mich auch vorher entleert. Oh, da geht wer. Oh, ich glaube, jetzt sind sie langsam alle pissig auf uns. Ah, nee, das ist einer, der immer pissig ist. Ein Schläger. Was machst du da? Oh, ich hab wohl schon gesehen. Oh, noch Menschen? Ah, ich... Menschen. Jetzt bist du. Ah, hinter dir. Da. Da. Noch ein Schläger. Der hat ausgeschlagen. Wo willst du denn hin? Kurz gucken, ob hier eine Truhe ist, aber hier ist nichts. Da ist ein Mensch. Den töte ich. Hallo Mensch. Stirb. Dutch. Ach, du bist das. Oh, der hat meinen Schlag geblockt. Ja, ich hab ihn totgeschlagen. Nein. Nimm das. Wo ist er denn? Im Wasser, ich komme nicht ran. Oh, doch. Da sind noch ganz viele vor uns. Wir sind umzingelt. Da sind vier. Ich hab ihn erwischt. Hier sind überall welche. Welche willst du zuerst? Denn? Hier bin ich. Da bist du. Ach, du warst das. Ich dachte, das wäre ein NPC. Weil links haben wir 7, 6. Und geradezu 4. Vielleicht kommen sie auch alle im Zweierpaar angelaufen hier. Such du dir wen aus. Ach komm, wo ist denn mein Kumpel? Der kundschaftet noch. Hast du ihm nicht gesagt, dass er dir wieder folgen soll? Umpa Lumpa, nö. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da, wo du gestorben bist. Wo war es denn? Wo war das denn? Ach, Leto. Du bist ganz schön groß. Nee, falsche Richtung. Du bist ein bisschen größer als ich. Ah, da. Folgen wir, Dutch. Tuse Chopper! Hast es. Tuse Chopper! Ja. So, welche wolltest du jetzt geradezu? Nope. Links? Hier, die faulen Schweine, die hier sitzen. Mal gucken, was kommt. Ach, unsere Jungs rennen hin, ist auch gut. Oh. Du wolltest doch, dass die kämpfen und wir zugucken. Oh, von hinten kommt auch ein Herumtreiber. Ups, ich bin im Wasser. Jetzt kommen sie alle.
Party-Time! Der Kampf der Brücke! Halte die Brücke von Rohan! Oder so. Oder die Brücke von Arnheim? Nee, das war was anderes. Ja, lief doch alle gut. Tot? Sehr schön. Also, sie stehen gerade nicht auf. Dann wollen wir mal verhindern, dass sie wirklich nicht mehr aufstehen. Ey! Oh, da liegt noch jemand. Vielleicht nicht mehr. Leto kümmert sich drum. Outsider. Ah, hier liegt noch jemand. Ja, den hat Leto abgeschlachtet. Ah, verdammt, ich war zu langsam. Gut, dass ich Knochen mitgenommen habe. Guck mal, die scheinen gemein zu wem zu sein. Da hält jemand die Arme hoch. Müssen wir helfen? Oh, halt, stopp. Toll, der die Hand hochgehalten hat, der greift uns auch an. Ich glaube, die haben das gefaked. Leto, machst du Oma was bitte? Oh, da ist ein Grenadier dabei. Ja? Du stehst im Weg. Ey. Gold. 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 Lederpeitsche. Brauchen wir nicht. Haben bessere. Ja, aber sowas von. Aber da, wo die standen, gab es ja vielleicht eine Truhe. Oh ja. Mit Gold. Ah. Nice. 2 Goldbarren und 6 Goldmünzen. Das hat sich gelohnt. Schön. Aha. Da guckt der Heinrich glatt nochmal auf dem Dach. Nee, aber auf dem Dach gibt's nichts. Geht's. Schlacht die und Blut für den Blutgott. Oh, der will nicht rüber. Der ist auf die andere Seite des Flusses programmiert. In the name of Seth. Hey, das darf nur ich sagen. Warum darfst nur du das sagen? Hey! Kannst du meinen Pfeil nicht abfangen? Auch dann suche ich hier andere Leute zum Kuscheln. Oh, das ist ein Alchemist. Oh, hier sind tanzende Geister. Soll ich da hochklettern? Sprengdrüsen braucht man nicht, oder? Oh, da stehen 2 Leute. Gleich stehen sie da nicht. Ach, die sind Geister.
Ja, ich kletter hier nochmal hoch. Vielleicht gibt's da was. Ah, Schlangentanz gelernt. So, das war's. Na gut. Ja, den hast du ja schon mal beeindruckend dargeboten. Ja, ja. Dann wird hier oben nichts sein. Danke, Peto. Oh, doch, eine Truhe. Vierseitiger Würfel. Wow. Ja. Gleich zwei Stück, können wir spielen. Keine Ahnung, was das ist. Ich nehm's mit. Ey, wo bist du denn? Ach, da. Upsi, schwupsi. Heinrich, jetzt stürz dich bitte nicht in den Tod. Ich doch nicht. Wo bist du denn? Hinter dir. Ah. Geisterboxen. Ich bin da. Halleluja. Ledo. Auf in den Kampf, Torero. Oh. Reagieren die anderen nicht mehr so aggressiv wie früher? Ich habe keine Ahnung. Früher wurden wir doch immer gleich abgeschlachtet, sobald wir die Waffen rausgezogen haben. Ja, meine ich nämlich auch. Kaum haben wir einen von den Netten angegriffen, sind gleich alle auf uns immer los eigentlich. Man musste dann immer ganz schnell durch die Stadt. Oh, hier ist die Tür offen. Ah, komm ich hier rein, okay. Und jetzt stehen die da und unterhalten sich und wir schlachten sie einfach um. So ein bisschen hatte ich mich ja auf so ein brutales Gemetzel tatsächlich gefreut. Muss ich ja schon sagen. Also ich bin ja schon einmal gestorben, also brutal war's. Und du hast ja einen übersehen. Na dann, hol ihn dir. Hab ich gemacht. Und hier noch einen. Brauchst du kein Fleisch für den Yogi-Bären? Doch. Ich dachte, ich hätte alle. So, alle, die ich gesehen habe, habe ich eigentlich. Aua, du scheiß Bogenschütze. Toll, ich sehe die Pfeile auf dem Boden, aber kann die nicht nehmen. Das habe ich gefühlt vorhin auch erzählt. Ja, dann ja, du hast mich gefragt, ob du die nehmen kannst. So, aufpassen mit dem. Die Alchemisten lassen einen nämlich gerne bluten. Oh, da steht einer und der greift mich nicht an. So, hier rechts um die Ecke ist noch einer. Heidi ho, Schweinebacke. Ich sag aber Heidi ho. Mr. Hengi, du Weihnacht. Ich geb dir mal ein bisschen Menschenfleisch und so, dann denken alle, das war ein fieser Kannibale und trauert nicht um dich. Ist ein guter Plan. Ja, ne?
mal Leto ein bisschen. Ui, wie sieht die? Die sieht ja, ja heiß aus. Zuchtmeister-Geselle. Die sieht ja heiß aus. Das stimmt. Ein die Klamotten sind irgendwie ganz cool. Will ich haben. Die Klamotten, sie ist zweigeteilt. Nee, zum Rekrutieren. Boah, nun muss man sich merken, wo die waren, ne? Na, du warst wieder aktiv, Leto. Hey! Hey! Ich dachte, er wollte Verstärkung holen. Mein Hackmesser ist fast kaputt und ich habe keinen Knochen mehr. Hey du. Hey Bert. Hammer Time. Boah, du hast aber dicke Brüste. Bestimmt Rückenschmerzen. Oh, guck mal, da geht der spazieren. Das wird sein letzter Spaziergang sein. Hier kniet jemand nieder. Ich habe meine Münze verloren. Es war meine Lieblingsmünze. Doch jetzt. Vielleicht habe ist sie auf die Kopfweh. Goldene Kugel ins Wasser gefallen. Was? Die goldene Kugel ist ins Wasser gefallen. Oh, ich bin ins Wasser gefallen. Mein Hackmesser ist kaputt. Das ist aber keine Seele. Na, vielleicht hat er seine goldene Kugel verloren. Jetzt kannst du gerne schlachten. Ich habe keinen. Ich kann mein Hackmesser nicht mehr reparieren. Fehlt ja. Was fehlt dir denn? Knochen. Hm. Kann man aus Menschen keinen Knochen machen? Weiß ich. Ich hab 2 Knochen. Boah, das ist besser als nichts. Ja. Dafür habe ich 12 Tierhaut bekommen. Das reicht bestimmt für 3 Menschen. Oh, da vorne stehen welche. Guck mal. Lass uns auf den Markt gehen. Hervorragende Idee. Da brauche ich mal einen Bogen. Oh, da kommen sie. Oh, der Priester. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Der Seepriester ist abgehauen. So, jetzt ist es wieder kaputt. Ja, warte, dann können wir doch gleich hier wieder Knochen von Leichen ernten. Ich hab schon 70 gereinigt. Klatsch. Mach mal kurz weiter. So, ich habe wieder 2 Knochen. Uhu. Und die anderen stehen einfach daneben. Bis sie angegriffen werden, ne? Mhm. Oh, die falscheren kann ich nicht töten? Wahrscheinlich die ganzen Händler nicht. Mhm. Dafür gibt's dann einen, da gibt's Bogenschützen, die trainieren.
Da, die machen bestimmt gleich mit. Oh ja. Achso, das sind zwei Bogenschützen. Das sind vier Bogenschützen. So, brauchst du noch Knochen? Gerne. Achtung, wir kriegen Besuch. Ey, du! Dover, Bogenschütze! Also ich muss ehrlich sagen, dieser Typ, der hier so abgeschossen wurde, finde ich cool. So. Leto hinter dir! Wo ist denn meiner? Ach, du stehst hier. Oh, hier ist der Bäcker. Bäcker? Ja. Ragoros, der Bäcker. Oh, den müssen wir uns mal merken, den Standort. Dann müssen wir uns den mal holen. Ich wollte sowieso mal einen Herd bauen. Kann der Brot für uns backen? Ach, da bist du. Jetzt ist der Kopf los. Oh. Was macht denn ein Bäcker mit einem Abhäutemesser? Für die besondere Füllung? Oder für seine Prestige? Ja, er wimmelt hier vom Bogenschützen. Ist aber vom Oh, cool, die fällt sogar runter. Nee, der bleibt. Ja, meine, die ich runtergeschossen habe, die kam auch runter. Hatte ich wirklich praktisch. Oh, jetzt ist das Holz beschmutzt. Super. Der Regen wäscht es ab. Oh, guck mal, jetzt ist es wieder sauber. Die Sonne hat's ausgebrannt. Oh, ich würde sagen, reicht so langsam, oder? Nee. Wollen wir nochmal Hardcore-Test machen? Oh ja. Auf jeden Fall. Uns den Weg in die Arena kämpfen. Und danach haben wir es geschafft. Okay. Jetzt geht's los. Oh, da kommen ja immer mehr. Das Nest. Gefangenen, wir wollen euch doch nur befreien. Ja. Euch aus euren Körper befreien. Wir jetzt noch nicht. Oh, jetzt wird's aber ein bisschen hier.
Aua, aua! Heinrich spielt jetzt Bogenschütze. Heinrich heilt sich. Heinrich kommt schon wieder. Mathilde läuft im Kreis. Das muss ja auch mal sein. So, das war schon mal ein Vorspiel. Ja, die verfolgen noch bei den letzten. Nee, ich glaube, in der Arena sind noch Zopfmeister und so eine Scheiße. Oder? Oh, ein Zuchtmeister steht links und hier steht wieder ein Haufen. Lieber erstmal den linken Zuchtmeister alleine killen. Zuchti! Der ist nicht allein! Wir sind da! Du bist ja noch nicht tot. Bei dem ganzen Geschlachte ist Leto immer noch nie wieder aufgestiegen. Ich habe da nicht drauf geachtet. Ehrlich gesagt. Oh, ich habe jetzt 88 gesegnete Fleisch. Ich glaube, das reicht. Also für einen Tempel. Joa, ich habe bisschen Stahlbahn mitgenommen. Oh, da sind doch zwei. Oh, denn die müssen noch mitgenommen werden. Feige Schweine hier. Ach, sind doch Gefangene. Na, okay. Die hätten wir echt am Leben lassen können. Zu spät. Dann habe ich 90. Das ist eine schöne runde Zahl. Nein! Das ist wieder kaputt. Der letzte ist für dich. Ja, das war doch mal echt eine andere Folge als sonst. Ich dachte, wir haben uns hier noch nie durchgeschlachtet. Also nicht bewusst. Nee. Wir wurden manchmal angegriffen, weil wir unsere Waffen falsch einfach so gezogen haben. Aber ja. Ja, oder unsere Begleiter waren vielleicht mal ein bisschen aggro drauf. Hatte ich auch schon mal. Stimmt. So, geht's jetzt nach Hause? Hier lang irgendwie, ne? Irgendwie querfällt ein. Man sieht leider noch nicht unsere Tempel leuchten. Nee, die sind, ja, ach, nur für... Nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Nee, Feierabend. Es ist dunkel. Jetzt weiß ich aber, wo wir sind. Aber man muss ja mal gut sein hier. Wir können da nicht alle töten. Aua! Nee, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. So, jetzt Frieden, Jungs. Nee, ich weiß doch nicht, wo wir sind. Weiter geradeaus. Weiter geradeaus. Ja, ich bin mal wieder falsch gelaufen. Ich nehme bloß meine Leuchte. Leuchtestab, der hat ja auch fast keine Leuchtkraft mehr. Nein. Hier, Seetempel links. Ja, ja, ich bin in einer ganz anderen Ecke als wie du. Aber hier ja. Ist die Taverne. Oh, warte mal. Die Seetruhe. Naja, hätte man mal ein bisschen besser Sachen hier reinpacken können, ihr Jungs. Betet mal wieder. Vielleicht kommt da was Besseres jetzt in die Jetzt bin Tour. Ich fast zu Hause. Perfekt. Ich glaube, die hier oben haben wir auch komplett vergessen. Naja. Nö, ich habe die schon ein paar Mal getötet. Ich habe die schon ein paar Mal getötet. Getötet? Achso. Ich meinte, das ist die Truhe. Die ganzen Seetleute haben wir nicht gemacht, das stimmt. Oh, Jok, ich bringe dir Fleisch. Auch mit dem Mond im Hintergrund sieht das schön aus. Drehe ich mich mal um. Was brauche ich denn? 75. Oh, da haben wir genügend. Da haben wir genügend.
Das ist doch schön. Also ich finde, in der Folge haben wir ganz viele Bilderchen so gemacht. Ich habe zwischendurch immer mal eine Panoramasicht gemacht. Keine Ahnung, wie die Sicht sonst heißt, aber da kriegst du ein paar schöne Bilder heraus hier. Ja, ich glaube, ja, wir sind fertig. Jo. Genau, und nächste Woche, nächste Folge, die ja nächste Woche kommt, also von daher passt es. Norden, ne? Ich habe mich ganz alleine, also alleine mit Leto, in die verfluchte Stadt gewagt, um die Schlange noch einmal zu töten, damit wir genügend verfluchte Steine kriegen, damit wir da oben einen Kartenraum aufstellen können. Ja. Du bewegst deinen Hintern mit mir nach da oben. Ja. Auf dem Rücken von Plötze. Klar? So, ich wollte noch auspacken hier da die Nachschubmaterial. Ja, pack die mal aus. Ich, pack... Ja, 1000 Steine, 500 Holz. Mach ich doch mal ein paar Ziegel. Brauchen wir dann für den Abgrund. Ja, dann soll es das gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal gerne ein Like oder einen Kommentar. Ansonsten, ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.